Zentro Oberhausen, Samstagmorgen um 9:30. Eine 50 Meter lange Schlange drängt sich vor dem neuen Schalke-Shop. Drinnen noch die Ruhe vor dem Sturm. Trikots, T-Shirts und Co. warten auf den königsblauen Fan, der endlich diese weitere Anlaufstelle bekommt. Um 10 Uhr ist es dann soweit der offizielle Start. Attacke! Es muss für uns selbstverständlich sein, als Schalke 04 im Zentro Oberhausen, als Europas größtes Einkaufszentrum, nicht nur vertreten zu sein, sondern auch dementsprechend prominent platziert zu sein. Der Laden spricht für sich und was hier heute los ist, übertrifft alle Erwartungen, die wir selbst hatten. Denn in den folgenden Stunden wurde die Schlange immer länger. Das erste Trikot ergatterte ein Ehepaar aus Bottrop. Und das Trikot kommt ja auch noch zu? Ja. Ich bin schon seit Wochen hinterher. XL ist meine Größe und die war nirgendwo mehr zu finden. Und dann habe ich dann gelesen, dass heute der Shop eröffnet und musste natürlich zuschlagen. Super. Also Schalke-Shops findet man selten, leider, wenn überhaupt nur im Stadion. Und das ist richtig toll, dass jetzt im Zentrum auch so einen Shop aufgemacht hat. Und man sollte hier nicht nur in die Regale schauen, den Boden schmücken herausragende Ereignisse der Vereinsgeschichte. Ein kleiner königsblauer Walk of Fame also. Bis in Richtung Anstoß des Heimspiels gegen Augsburg platzte der neue Shop aus allen Nähten. Fußballakrobaten unterhielten die Wartenden mit ihren Kunststücken. Und der S04 verspricht, auch in den nächsten Monaten wird es immer wieder besondere Aktionen geben an diesem neuen Servicepunkt für Schalke-Fans.